Ich werde heute mit euch über das Rätsel um die Alcazar-Mädchen sprechen. Und ich muss vorher sagen, wahrscheinlich werdet ihr ein bisschen stärkere Nerven brauchen. Und es geht um recht junge Mädchen. Wer sowas nicht vertragen kann, dann schaltet am besten ab. Wir werden zwischendurch einen Radioanruf uns anhören. Und wer diesen Stream sieht, der hat natürlich die Untertitel und kann mitlesen. Und alle, die das nur hören, zum Beispiel weil es auf Spotify ist oder so, da tut es mir leid, wenn ihr quasi keinen Untertitel habt. Aber ich wollte jetzt quasi nicht drüber sprechen. Let's go. Alcazar ist eine kleine Stadt im Südosten Spaniens und nicht weit von Valencia und der Ostküste des Landes entfernt. Doch Alcazar ist nicht für seine idyllische, malerische Landschaft bekannt. Alcazar wurde 1992 zum Schauplatz des größten spanischen Kriminalfalls. Einem Fall, in dem nicht so zu sein scheint, wie es anfangs ist. Ein Fall, um den sich die Theorien und Gerüchte bis heute ranken und in dem die fragwürdige Polizei- und Medienarbeit bald die Tragödie überschatten sollte. Es war der Freitag, der 13. November 1992, an dem drei Mädchen aus Alcazar spurlos verschwanden: Toni, Desiree und Miriam. Antonia Gomez Rodriguez, die von allen Toni genannt wurde, war die älteste der Freundinnen und sie war ein schüchternes, junges Mädchen. Und bevor sie verschwand, war sie 15 Jahre alt und sie freute sich schon riesig auf ihren baldigen 16. Geburtstag. Und sie war sehr gewissenhaft und ihre Eltern wussten immer, wo Toni war und ja, sie sagte immer Bescheid, wenn sie sich verspäten würde. Maria Deseada Hernandez Volk war 14 und sie liebte Sport und Leichtathletik und sie wurde von allen Desiree genannt und ja, sie war etwas eigensinnig und wurde als hartnäckig beschrieben. In Wettkämpfen war sie zielstrebig und sie trainierte viel. Und Miriam Garcia Iborra war die jüngste der Freundinnen und zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie 14 Jahre alt. Und im Gegensatz zu Desiree war sie wie Toni, eher zurückhaltend und schüchternd. Und ihre Freizeit verbrachte sie am liebsten mit dem Lesen und Schreiben von eigenen Gedichten sowie ihre große Leidenschaft, dem Ballett. Und sie hatte gerade die weiterführende Schule in einer anderen Stadt begonnen, aber dort hatte sie nicht viele Freunde, weshalb sie die meiste Zeit mit ihren Freunden in Alcazar verbrachte, die nur wenige Minuten von ihrem Zuhause entfernt wegwohnten. Im mysteriösen Verschwinden wird vor allem Miriams Vater Fernando Garcia eine tragende Rolle spielen. Er leitete die Suchaktion und er wurde zum Gesicht des brutalsten und gleichzeitig bekanntesten Kriminalfalls der spanischen Geschichte. Den 13. November 1992 verbrachten Desiree und Miriam in der Schule und die Älteste, Toni, hatte ihren Abschluss bereits und sie wollte nicht wie die anderen beiden aufs Gymnasium gehen und wartete darauf, endlich eine Ausbildung beginnen zu können. Gegen frühen Nachmittag kamen Miriam und Desiree dann nach Hause, aber sie hielt es dort nicht sehr lange aus. Sie wollten sich alle bei einer Freundin treffen und vielleicht später noch tanzen gehen. Und zu ihrer Mädchenklique gehörte eigentlich auch Esther Diaz Martinez. Seit 4 Jahren waren die vier befreundet. Und bei Esther trafen sie sich am Nachmittag des 13. Novembers. Aber sie war an diesem Tag krank, sie war erkältet und deswegen auch nicht in der Schule und sie konnte nicht zum Feiern mitkommen. Am frühen Abend beschlossen dann die Mädchen, dass sie ins Color fahren und die Disco Color lag in der Nachbarstadt Picassent. Und hier seht ihr mal ein Bild davon, rechts ist Alcazar, links ist Picassent. Und diese Städte in dem Speckgürtel Valencias sind so nah beieinander gelegen, dass sie nur eine Bundesstraße und Orangenfelder voneinander vertikal trennt. Im Color sollte eine Schulparty stattfinden und dort wollten die drei Mädchen unbedingt hingehen, nur Esther konnte aufgrund ihrer Erkältung ja nicht mitkommen und Miriam rief bei ihren Eltern zu Hause an. Sie fragte, ob ihr Vater sie zur Disco fahren könnte, aber er war selbst auch krank und ihre Mutter vertröstete sie, denn außerdem, es sei ja schon abends und sie soll langsam nach Hause kommen, so wie sie es immer gegen 21 Uhr tat. Entschuldigung. Aber die Mädchen machten sich trotzdem gegen 20 Uhr auf den Weg ins Color.
Sie wollten zur Disco trampen und dort kamen sie allerdings niemals an. Tonis Schwester kam gegen 20.30 Uhr nach Hause. Toni war nicht dort, aber sie machte sich zunächst keine Gedanken darüber, wo ihre Schwester sein könnte. Und als sie gegen 21 Uhr allerdings immer noch nicht zu Hause war, riefen Tonis Eltern bei Desiree an. Die war noch entspannt. Desiree verspätet sich öfter mal und dann wurde es 22 Uhr und als sie immer noch nichts von ihrer Tochter hörten, begann auch bei ihrer Familie die Sorge zu wachsen. Und auch bei der Familie Gomez wuchs die Ungewissheit. Sie hatten ebenfalls mit Desirees und Tonis Eltern telefoniert in der Hoffnung, dass Miriam bei einem von ihnen war. Fernando Gomez, nicht Garcia, fuhr gegen 23 Uhr zum Color. Miriam hatte ja ihre Eltern angerufen und sie gefragt, ob sie ihrer Freundin dorthin fahren könnten. Waren die Mädchen also doch noch ins Color gegangen? Doch dort fehlte jede Spur von den Mädchen. Auch im Jugendtreff, wo Miriam öfter war, wusste keiner, wo sie waren. Danach wollte Fernando die Freundin als vermisst melden, aber die Polizei tat seine Sorge ab. Die Kinder hätten sich ja nur die Zeit vergessen. Eine Vermisstenanzeige könne erst nach 24 Stunden erstellt werden. Alles, was den Eltern der drei Mädchen blieb, war zu warten. Und die Nacht verging, ohne dass sie etwas von Desiree, Miriam und Toni hörten. Wo hatten die Mädchen geschlafen? Froren sie? Das waren die Sorgen der Eltern zu dieser Zeit und auf Drängen von Gomez durfte er schlussendlich am frühen Morgen des 14. November eine Vermisstenanzeige stellen. Und am Nachmittag begann die groß angelegte Suche nach den drei Freundinnen, zunächst allerdings nicht von der Polizei aus. Der Bürgermeister von Alcázar hatte eine private Suchaktion organisiert mit Helfern aus den gesamten Dörfern um Alcázar und Miriams Vater hatte er dafür sogar extra ein eigenes Büro im Rathaus eingerichtet, von wo er aus die Suchaktion organisieren konnte. Und es meldeten sich hunderte Freiwillige. Sie suchten bis in die Nacht die Umgebung ab. Sie schauten im Schein der Taschenlampen in Ruinen nach und durch brachliegende Gelände und sie verteilten überall Flugblätter. Und sie betonten bei ihrer Suche, dass die Mädchen auf keinen Fall freiwillig ausgerissen seien. Und das machte Druck auf die Polizei. Denn dass die Mädchen nicht freiwillig weg waren, war allen Eltern klar. Und vieles sprach dafür, dass ein Verbrechen vorlag und es keine geplante Aktion der Mädchen war, wie die Polizei vermutete. Miriam hatte 20.000 Peseten gespart und in ihrem Zimmer aufbewahrt. Und die waren noch da. Wenn die Mädchen wirklich vorgehabt hätten, abzuhauen, warum ließen sie ihre Kleidung und sogar das Geld im Haus, was sie in diesem Fall dringend benötigt hätten? In Desires Zimmer stand immer noch ihre Sporttasche, die sie für Samstag gepackt hatte, weil sie Rollschuh laufen wollte. Und auch Toni hatte für den Sonntag mit einer Freundin eine Verabredung. Hätte sie das wirklich getan, wenn sie vorgehabt hätte, mit ihren beiden Freundinnen auszureisen? Und einen Tag vor ihrem Verschwinden hatte das schüchterne Mädchen sogar bei einem lokalen Radiosender angerufen und sich ein Lied für ihre Freundin gewünscht, weil sie sich so sehr auf das Treffen freute. Und das werden wir uns jetzt anhören. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Feeling. El Major Tom. Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Desi, sí. A Ana, a Maya, Marisa, Belina... Sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí. Sí. Ah, ellos... In seiner Verzweiflung, möglichst viele Menschen über das Verschwinden der drei Mädchen zu sensibilisieren und Hinweise zu bekommen, wandte sich Miriams Vater, Fernando Gomez, bereits am Sonntag, den 17. November, an die Presse. Und er wusste genau, dass nur nationale Aufmerksamkeit es schaffen würde, Druck sowohl auf die möglichen Entführer auszuüben, als auch auf die Polizei, die sich immer noch relativ verhalten in ihren Suchmaßnahmen zeigte. Und
Ja, der Vater war ein tüchtiger Geschäftsmann und er leitete eine Fabrik für Matratzen. Er wusste, wie er seine Ware verkauft. Und nun wandte er seine Erfahrung darauf an, die Geschichte der drei verschwundenen Freundinnen in der Presse zu vermarkten. Aber das war ein Schritt, der weitreichende Folgen hatte und in einschneidenden Ereignissen der spanischen Medien- und Pressearbeit gipfelte. Ethische Grundsätze des Journalismus wurden von den unzähligen Reportern missachtet, die den emotionalsten Bildern hinterherjagte. Jahre später sollten Experten schreiben, dass die Berichterstattung über die Alcázar-Mädchen der traurige Höhepunkt im spanischen Trash-TV war. Leid und Verzweiflung wurden ausgenutzt, um die höchsten Einschaltquoten zu generieren. Als sich Fernando Gómez an die Zeitschriften und Nachrichtenagenturen wandte, witterten sie natürlich die große Story und schon am Sonntagabend tummelten sich die verschiedenen Nachrichtensender Spaniens in Alcázar und hielten ohne Skrupel und Respekt ihre Kameras auf die verängstigten Dorfbewohner. Und auch vor den Eltern der Mädchen schreckte die Presse nicht zurück. In der Hoffnung, ihre Töchter lebend wiederzusehen, stellten sie sich den zahlreichen Interviews. Und sie weinten, sie schrien, sie flehten um Hilfe und das alles vor den unzähligen laufenden Kameras, die die Bilder in ganz Spanien zeigte und ein ganzes Land an den Qualen der verzweifelten Eltern teilhaben ließ. Doch dank nun riesiger medialer Aufmerksamkeit meldeten sich mehrere Zeugen, wodurch die Polizei die letzten Minuten der drei Mädchen rekonstruieren konnte. Kurz nach dem Verschwinden der Mädchen meldete sich nämlich ein Autofahrer, der die Mädchen zusammen mit seiner Frau mitgenommen hatte. Und er hatte sie nahe an der Wohnung von Esther aufgegriffen und sie wohnte am östlichen Rand von Alcázar, wo der Weg nach Picassent und zur Disco Color am kürzesten war. Das Paar, was die Mädchen mitnahm, sagte, dass sie getrampt seien und sie fuhren sie zu einer Tankstelle in Picassent und von dort aus waren es nur noch wenige hundert Meter bis zum Color. Dass die Freundinnen ausgerissen sein sollten, war auch für sie nur schwer vorstellbar. Von der Tankstelle aus gingen sie dann in Richtung Stadtmitte, wo am Rand der Innenstadt das Color gelegen war und das konnte auch ein anderer Zeuge bestätigen. Ihm kamen nämlich die Mädchen entgegen und er hatte sie genau erkannt, denn es handelte sich um einen alten Schulfreund der drei. Danach sah eine ältere Frau gegen 20, 20.50 Uhr, dass die Mädchen erneut trampen wollten, denn sie sah, dass sie in einen weißen Viersitzer stiegen. Danach verlor sich ihre Spur. Im Color, wo die Mädchen eigentlich hin wollten, kamen sie nie an. Irgendwo dort, auf der Hauptstraße von Picassent, begann das Rätsel von Alcázar. Trotz der Zeugen vergingen die Tage ohne weitere Hinweise und die wichtigste Frage für die Polizei war es nun herauszufinden, wem das weiße Auto gehörte, in dem sie das letzte Mal lebend gesehen wurden. Fernando García war Gast in zahlreichen landesweiten Talkshows und Radiosendern, die den trauernden Vater zeigten. Und wenige Tage nach ihrem Verschwinden zeigte das spanische Äquivalent zu dem deutschen Aktenzeichen XY ungelöst García zusammen mit Esther, der vierten Freundin, die wegen ihrer Erkältung nicht mitgehen konnte, zum Feiern. Und aus ganz Spanien gingen Anrufe ein und die Menschen meldeten sich, die drei Mädchen angeblich gesehen hätten. Aber kein Anruf brachte einen wirklichen Hinweis zu ihrem Aufenthaltsort. Deshalb ging es ja noch weiter. Er kontaktierte im Dezember 1992 den Innenminister und den Ministerpräsidenten und dieser empfing die Familie sogar an Weihnachten und versprach den verzweifelten Eltern, alle Kräfte zu mobilisieren und die Mädchen zu finden. Und dann wurde eine Taskforce gegründet und sogar Interpol war mit dem Fall beauftragt. Mehr als 5 Millionen Flugblätter wurden gedruckt, die an Fernfahrer aus Holland, Deutschland, England und Frankreich verteilt wurden und das Außenministerium druckte sogar Plakate für alle umliegenden europäischen Länder und es wurden sogar arabische Flugblätter und Plakate in den nordafrikanischen Maghreb-Staaten verteilt. Und Fernando García war so verzweifelt, dass er seinen Leitungsposten in der Fabrik aufgab, um sich nun Vollzeit auf die Suche der Mädchen zu konzentrieren.
Aber es wurden auch Stimmen laut, die in der großen Medienpräsenz von Garcia keinen verzweifelten Vater sahen. Manche meinten, er würde es regelrecht genießen, im Rampenlicht zu stehen und ja, wie die Fernsehsender ganz Europas sich für seine Geschichten interessierten. Garcia plante für den Januar 1993 dann auch schon weitere Shows, in denen er die Tragödie der drei verschwundenen Mädchen noch bekannter machen wollte und sogar eine Audienz bei Papst Johannes Paul II. Stand an. Doch am 27. Januar 1993 nahm der Fall eine andere Wendung. 75 Tage fehlten Desiree, Miriam und Toni und jede Spur von ihnen. Und die Eltern hofften jeden Tag, dass sie die Mädchen wieder lebend in ihre Arme schließen könnten. Sie konzentrierten sich so sehr darauf, dass das Verschwinden der Alcázar-Mädchen ein Vermisstenfall sein sollte, dass die Realität sie wie ein harter Schlag traf. Am 27. Januar 1993 machten sich zwei Imker auf den Weg zu ihrem Grundstück, um nach den Bienenstöcken zu sehen. Und gegen 10 Uhr morgens kamen sie auf ihrem Grundstück an, was sich 150 Kilometer südlich von Alcázar entfernt befindet und am Rande der Stadt La Romana liegt. Die Landschaft ist karg und hügelig, trockene Büsche und Wiesen erstrecken sich auf den kleinen Bergen und die beiden Imker streiften durch die Gegend, wo sich zwei Ruinen befanden, bis sie um kurz nach 10 eine schreckliche Entdeckung machten. Hinter einem dieser Ruinen war ein Loch gegraben und darin lag etwas, was mit Zweigen und Sträuchern versucht wurde zu verstecken. Dort lagen menschliche Überreste. Und da die Imker den Fund zunächst als männliche Überreste bei der Polizei identifizierten, dauerte es dann auch mehrere Stunden, bis die Ermittler und die Justiz eintrafen. Und am nächsten Tag hatte sich dann auch schon das Gerücht in Alcázar verbreitet, dass die Polizei einen Leichenfund im weiter entfernten La Romana untersuchte. Fernando Garcia ereilte die Nachricht in London, als er für die BBC zum Verschwinden seiner Tochter und ihrer Freundinnen ein Interview geben wollte. Und in Alcázar brach ein regelrechter Medienrummel aus, wie ihn Spanien noch nie erlebt hatte. Die Stadt war voller Nachrichtenwagen und Reportern. Im ganzen Dorf wurden Fernsehsets aufgebaut und Talkshows kurzum nach Alcázar verlegt. Und tagelang übertrugen die Fernsehsender live die Reaktion der Dorfbewohner und interviewten die Mitschüler der drei Mädchen, die vor dem Rathaus Mahnwache abhielten. Auch vor den Eltern schreckte die Presse nicht zurück. Nachrichtenagenturen und Fernsehsender waren live dabei, wie ihnen die schreckliche Nachricht überbracht wurde. Ohne Skrupel und ohne Empathie. Die Kameras hielten drauf, wie die verzweifelten Eltern das erfuhren, wovor sie so lange die Augen versucht hatten zu verschließen. Und sie ließen keins der brutalen Details an der Tat aus. Und hier im Stream bzw. dann im Video werde ich an dieser Stelle die Details zum Zustand der Mädchen auslassen, da der Fall nicht nur durch die vielen Rätsel der bekannteste spanische Fall ist, sondern auch wegen dieser unglaublichen Brutalität. Aber wir wollen uns hier erstmal nur aufs Erste konzentrieren. Heute ist die Meinung der beteiligten Journalisten gespalten. Einige von ihnen bereuen es, wie sie schonungslos die weinenden Eltern vor einem Millionenpublikum präsentierten und ihre Tragödie für Einschaltquoten ausgenutzt hatten. Und andere wiederum geben klar den Familien und den Eltern die Schuld, denn sie hätten das Medieninteresse genossen. So wurde zum Beispiel einen Tag nach dem Leichenfund eine Trauerfeier von einem Fernsehsender organisiert, zum besten Sendezeitpunkt, wurde dann im Rahmen der beliebten Talkshow die Trauerfeier abgehalten und live übertragen. Und die Familien und Menschen aus Alcázar hätten sich angeblich darum gerissen, im Fernsehen sein zu dürfen. Und sogar die Beisetzung am 30. Januar 1993 wurde zum medialen Massenereignis. Im spanischen Fernsehen wurde der Trauermarsch durch Alcázar auf allen Sendern ausgestrahlt und die Anteilnahme war riesig. Auf den Fotos kommt das vielleicht noch nicht ganz so krass rüber, wie heftig das war. Ich werde euch auf jeden Fall, wenn es dann auf YouTube als Video kommt, einen Link runter posten, wo ihr die komplette Trauerfeier inklusive Interviews und dieser Talkshow sehen könnt. Das ist
Einfach nur krass. Noch während der Live-Show vor der Trauerfeier am 28. Januar wurde verkündet, dass zwei Männer verhaftet wurden und bereits am nächsten Tag präsentierte die Polizei die Tatverdächtigen. Und die hunderten Zuschauer in der Halle applaudierten, aber das war keine bemerkenswerte Polizeiarbeit. Es war eines von vielen merkwürdigen Ereignissen, die wie ein Fluch über dem Fall der Alcazar-Mädchen lag. Am Tag, an dem die Mädchen gefunden wurden, wurde ohne ersichtlichen Grund die Taskforce abgezogen und durch ein komplett neues Team ersetzt. Dadurch dauerte es nochmal zusätzlich länger, bis die Polizei schließlich am Fundort eintraf und außerdem mussten die Ermittler die Untersuchungen leiten, die erst wenige Stunden vor dem Fund mit dem Fall vertraut gemacht wurden. Bei der Bergung der Leichen wurden zahlreiche Hinweise beschädigt und es wurden keine Fotos vom Tatort oder der Lage der Mädchen gemacht. Rund um den Tatort fanden die Ermittler eine Kurtjacke, ein T-Shirt, drei Gürtel und zwei vergilbte Zettel, die zu einer Krankenakte gehören mussten. Ja, darauf war zu lesen, dass sich ein gewisser Enrique Angles im Jahr 1992 wegen eines Trippers hat behandeln lassen. Und die Polizei stürmte umgehend die Wohnung von Enrique, der noch bei seiner Mutter lebte. Und auch die Schwester und ein gemeinsamer Freund waren an diesem Tag in der Wohnung. Der Freund hieß Miguel Ricard. Er war 23 Jahre alt und er fuhr einen weißen Wagen. Und in ein weißes Auto waren ja auch die drei Freundinnen eingestiegen. Und Enrique Angles und Miguel Ricard wurden verhaftet und zur Vernehmung mit zur Polizei genommen. Bei der Vernehmung von Enrique konnte die Polizei allerdings sehr schnell feststellen, dass er als mutmaßlicher Mörder ausschied. Er war schizophren und er hatte nur ein IQ von 50. Aber wie kam seine Krankenakte an den Fundort? Und dafür konnte Enrique eine plausible Erklärung geben. Unter seiner Identität würde nämlich noch ein anderer Mensch leben, sein Bruder Antonio, der von der Polizei gesucht wird. Antonio Angles war selbst im Haus der Familie und bemerkte die Polizei, die vor dem Haus anfuhr und er war daraufhin geflüchtet und er rief sogar als Ruben an, während die Polizei das Haus durchsuchte. Doch warum hatte er so große Angst, von der Polizei geschnappt zu werden? Antonio und Enrique wuchsen in einer zerrütteten Familie auf. Insgesamt hatten die Eltern 9 Kinder, der Vater war Alkoholiker und gewalttätig seinen Kindern und seiner Frau gegenüber. Und Antonio war auch in der Schule ein Außenseiter. Elterliche Liebe erfuhr er nie und je älter er wurde, desto mehr entwickelte er sich zum Tyrann. Er schlug seine Geschwister, seinen Vater, seine Mutter und er war es bald, der das Sagen in der Familie hatte. Und schon als Jugendlicher wurde er straffällig, er beging Diebstähle, er handelte mit Drogen. Er wurde zu einem der größten Dealer der Region, wobei er auch seinen Freund Miguel Ricard kennenlernte. Und als Drogenlager diente die Wohnung dieser Familie. Widerworte wurden dabei nicht toleriert, denn schließlich war er der Herrscher in der Familie. 1991 ging er sogar so weit, dass er eine seiner Drogenhändlerinnen als Geisel in der Wohnung seiner Eltern nahm. Sie hatte angeblich versucht, Geld und Drogen zu unterschlagen und über 25 Stunden lang quälte und folterte er sie in seiner Wohnung. Und das war die gleiche Wohnung, in der auch seine Eltern und Geschwister lebten und er wollte sie umbringen. Aber einer seiner Brüder ging schlussendlich zur Polizei. Und besonders interessant dabei war allerdings, dass die Art des Folterns ähnlich war zu der wie der Alcazar-Mädchen. Nachdem Antonio Angles verurteilt wurde, war er allerdings nicht lange hinter Gittern. Trotz 9-jähriger Haftstrafe und seinem hohen Gewalt- und Aggressionspotenzial wurde ihm nach nur einem halben Jahr Haft ein Hafturlaub erlaubt. Aber er kehrte nie wieder zurück ins Gefängnis und er tauchte ab. Er färbte sich die Haare blond, er lebte zeitweise bei seiner Familie und manchmal aber auch in den Ruinen von La Romana, dort, wo die drei Freundinnen gefunden wurden. Das, was Enrique der Polizei nun über seinen Bruder, bei der Polizei über seinen Bruder lieferte, klang vielversprechend. Aber sie hatten noch jemanden, den sie im Haus der Angles auffanden und den sie befragen mussten.
Und das war Miguel Ricard, der Mann mit dem weißen Auto. Miguel Ricard verlor als kleines Kind seine Mutter. Er musste bei seinem gewaltbereiten und dominanten Vater aufwachsen und ein psychiatrisches Gutachten attestierte ihm, dass er unterwürfig ist. Die Menschen, zu denen er aufschaut, himmelt er regelrecht an und er tut alles für sie. Und erst war das sein missbräuchlicher Vater und später sein Drogendealer Antonio. Miguel war schon immer schüchtern und um dies zu überwinden, begann er mit 16 Jahren vermehrt Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen. Und zu dieser Zeit lernte er Antonio kennen, an dessen Seite er sich nun endlich stark fühlte. Und für ihn beging er Raubüberfälle. Er stahl Autos, er dealte mit Drogen und Miguel war sogar dabei, als Antonio die Frau folterte. Und während des Verschwindens der Mädchen hätte Miguel Ricard eigentlich eine geringe Haftstrafe zu verbüßen, allerdings hatte er am 13. November 1992 Hafturlaub. Das machte Miguel zum Hauptverdächtigen im Mord an den Alcázar-Mädchen. Antonio, Enrique und Miguel. Diese drei Männer wurden nun zum Dreh- und Angelpunkt im Rätsel um die Ermordung der Mädchen. Drei Männer, von denen zwei bereits straffällig waren und einer einen so geringen IQ hatte, dass er als geistig behindert zählt. Konnte vielleicht einer dieser drei Männer oder vielleicht sogar alle drei die Mädchen getötet haben? Oder war es jemand ganz anderes? Wie Kritiker sich bald schon zu Wort meldeten, waren die drei wirklich Mörder oder nur die perfekten Bauernopfern? Bei der ersten Vernehmung sagte Miguel aus, dass er einen weißen Opel Corsa fuhr, der Beschreibung der Zeugin vage entsprach und dass er an jenem Tag Hafturlaub hatte. Damit wurde er ja zum Hauptverdächtigen, auf den sich die Polizei in den nächsten Tagen konzentrierte. Und ja, er sagte aus, dass Enrique nichts mit der Tat zu tun hätte und er Antonio seit langem nicht gesehen hätte, aber es nicht ausschließen könnte, dass er vielleicht involviert war. Aber dass er Antonio schon lange nicht mehr gesehen hatte, das musste eine Lüge sein, weil er ja schließlich im Haus der Angles war und Antonio hatte ihn unter seinem Pseudonym Ruben ja angerufen. Für die Polizei reichte das aus, dass Miguel verhaftet wurde und sie in der öffentlichen Pressekonferenz am 28. Januar 1993 ihn als mutmaßlichen Mörder präsentierten. Und wieder stürzten sich die internationalen Medien auf das, was in Alcázar passierte. Fernando Garcia wollte die Presse und Öffentlichkeit nutzen, um ihre Töchter zu finden, und nun waren sie tot. Und die Presse blieb. Die trauernden Eltern wurden von den Zeitungen, Radio und Fernsehsendern zu allen Details befragt, die die zeitgleiche Obduktion der Mädchen hervorbrachte. Und vor keinem noch so obszönen und brutalen Detail machten sie Halt. Sie konfrontierten die Eltern mit der Folter und leisteten sich einen traurigen Kampf um die reißerischsten Schlagzeilen. In der Nacht vom 28. auf den 29. Januar 1993 gab es für die Polizeiarbeit dann einen ersten Erfolg. Miguel Ricard gestand seine Mittäterschaft. Zusammen mit Antonio Angles hätte er die Mädchen mitgenommen und sie wären nach La Romana gefahren, wo es zu einem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr kam. Doch dann eskalierte die Lage und Antonio tötete die Mädchen und Miguel half ihm bei der Beseitigung der Leichen. Genaue Details zur Tat konnte er der Polizei allerdings nicht liefern. Und dieses Geständnis sollte nun beweisen, dass sowohl Antonio Angles der Haupttäter war, als auch, dass Miguel Ricard an der Tat beteiligt war. Und für die Staatsanwaltschaft war das Motiv klar. Es war ein offenes Geheimnis, dass Antonio Angles homosexuell war und er Frauen hasste. Und diesen Hass projizierte er auf die Mädchen. Aber dieses Geständnis warf viele Fragen auf. Warum hatte Miguel zum Beispiel kein eindeutiges Täterwissen? Warum präsentierte er nur oberflächliche Dinge, die keinen genauen Anhaltspunkt gaben, weshalb und wie die Mädchen getötet wurden? Und einen Grund dafür präsentierte Miguel Ricard einen Tag später. Er widerrief seine Aussage, aber für die Polizei stand fest, dass er zumindest der Mittäter war.
Und er machte der Polizei große Vorwürfe, sie hätten ihm 24 Stunden Schlaf und Essen verweigert und unter diesem Druck hielt er nicht mehr stand und gab eine Falschaussage. In den folgenden Vernehmungen distanzierte sich Miguel Ricard von sämtlicher Mittäterschaft. Der tyrannische Antonio Anglis hatte ihn gezwungen, die Mädchen mitzuentführen und er musste mit ansehen, was Antonio mit ihnen tat. Und egal, was die Wahrheit war, Antonio könnte der Schlüssel zum Rätsel sein. Ja? Aber von Antonio Anglis fehlt jede Spur. Bis heute. Wenn man der Aussage von Antonios Bruder Enrique Glauben schenkt, war er noch kurz vor dem Eintreffen der Polizei im Haus der Eltern. Und danach sollte er durch ein offenes Fenster geflohen sein und 4 Meter in die Tiefe gesprungen sein. Und eigentlich hätte er mit diesem Sprung zumindest Verletzungen aufweisen müssen. Die Suche sollte dadurch nach ihm einfacher sein, aber das war sie nicht. Bis heute steht Antonio Anglis auf der Red Notice von Interpol, der Liste der meistgesuchten Verbrecher. Durch das große Medieninteresse am Fall war auch Antonios Bild über Monate in sämtlichen Fernsehsendungen und Zeitungen zu sehen und immer wieder gab es Meldungen von Leuten, die Antonio angeblich gesehen hätten, aber jedes Mal, wenn die Polizei vor Ort eintraf, fehlte vom Gesuchten jede Spur. Und die letzte Sichtung von Antonio sei angeblich auf einem Frachtschiff Richtung Dublin gewesen, auf welches er sich geschlichen haben sollte. Sollte es Antonio Anglis, einem jähzornigen Drogendealer, der zu hasserfüllten Ausrastern tendierte, also gelungen sein, was nur die wenigsten Menschen schaffen, nämlich komplett unterzutauchen und unter neuer Identität zu leben? Und immer wieder gab es das Gerücht, dass jemand vielleicht verhindern wollte, dass Antonio überhaupt geschnappt wird. Denn vielleicht wusste er etwas, was niemals an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Vielleicht sollten die Menschen glauben, dass der vorbestrafte Antonio der Mörder des größten spanischen Kriminalfalls war, der aber leider nie geschnappt wurde. Bis heute hält sich nämlich ein Gerücht hartnäckig und es wird immer wieder in Internetforen befeuert. Grund dafür ist nämlich das Fahndungsfoto, mit dem die Polizei nach Antonio sucht und das ihn angeblich mit blondierten Haaren zeigen soll. Es gibt immer wieder Spekulationen, dass die Gesichtszüge nicht zu Antonio passen würden und die Polizei absichtlich mit einem falschen Bild fahndet. Ja, und ein Mann ist ebenfalls von diesen Gerüchten überzeugt, Fernando Garcia, der Vater der getöteten Miriam. Er geht sogar so weit, dass er meint, dass Miguel Ricard unschuldig ist. Und seine Zweifel an den offiziellen Angaben der Polizei begannen bereits kurz nach der Autopsie der Mädchen. Denn ein hochrangiger Polizist war im Vertrauen an den Vater getreten und hatte ihm geraten, eine zweite Autopsie zu fordern. Irgendetwas würde nicht stimmen. Und Garcia ordnete eine zweite Autopsie von einem erfahrenen Rechtsmediziner an und dieser war schockiert. Nach der ersten Autopsie wurden die Leichen gewaschen. Und kein erfahrener Rechtsmediziner würde so etwas machen, schon gar nicht bei so einem wichtigen Fall. Jeder Mediziner würde wissen, dass Spuren dadurch vernichtet werden würden. Und an dem Teppich, in dem die Leichen eingewickelt waren, konnte er 5 verschiedene DNA-Spuren feststellen. Eine davon gehörte wirklich Miguel Ricard. Aber zu wem gehörten die anderen Spuren? Wer waren die weiteren 4 Personen? Und obwohl Ricards DNA gefunden wurde, bestärkte sich Fernando Garcias Vermutung, dass er unschuldig war, immer mehr. Und dazu trugen auch die Umstände bei über die Verhöre von Miguel Ricard, die nun immer mehr an die Öffentlichkeit sickerten. Er beschuldigte die Polizei, sein erstes Geständnis unter Folter ausgesagt zu haben und Beweise dafür gab es keine. Aber es gab auch keine Beweise dagegen. Von sämtlichen Vernehmungen mit Miguel Ricard gibt es weder Tonbandaufnahmen noch Videos. Auch bei seinem späteren Gerichtsprozess dienten lediglich Schriftstücke als tragende Beweise, in denen geschrieben stand, was Ricard angeblich sagte. Ein Forensiker überprüfte Miguel Ricard auch auf Verletzungen, die vielleicht durch eine mögliche Folter entstanden sein könnten, und er fand nichts. Aber dieser Arzt war kein unabhängiger Mediziner.
Es war derselbe Forensiker, der die erste Autopsie der drei Mädchen durchgeführt hat und dessen Arbeit voller verheerender Fehler war, sodass die zweite Autopsie ja fast unbrauchbar war. Und der Fall schien mir ein riesiges Chaos zu sein, forciert von der teils fragwürdigen Arbeit der Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichtsmedizin. Und erst 4 Jahre nach dem Fund der Leichen wurde der Gerichtsprozess gegen Miguel Ricard angesetzt. Doch nur wenige Tage vor dem Prozessbeginn wandte sich Fernando Garcia, der Vater von Miriam, an die Öffentlichkeit. Er forderte, dass der Prozess verschoben werden sollte und er verlangte, dass die Polizei nochmal die Beweise überprüfen soll. Denn Garcia wisse, dass Miguel Ricard nicht der Mörder der drei Alcázar-Mädchen sei. Und der Grund, warum der Prozess erst so spät angesetzt wurde, dass während der ersten Autopsie 15 Haare, davon waren 12 unbeschädigt, gefunden wurden an den Mädchen. Und mit der aufkommenden DNA-Technik hatten die Ermittler einfach die Hoffnung gehabt, dass die Haare analysiert werden können und vielleicht ein eindeutiges Ergebnis liefern. Und ein Ergebnis brachte dann zwar die DNA-Analyse, aber es war kein überzeugendes. Denn keines dieser Haare gehörte Miguel Ricard oder Antonio Angles. Immer noch stand die Frage im Raum, wer war alles dabei, als die Mädchen in der Grube verscharrt wurden? Doch nicht nur der Vater von Miriam war stutzig, er hatte ein Jahr vor Prozessbeginn Akteneinsicht von der Polizei gefordert und er konnte so einiges nachlesen, dass es bis auf die fragwürdigen Geständnisse von Miguel Ricard zum Beispiel keinen einzigen Beweis gegen ihn gab. Es gab keine Tatwaffe, es gab keinen Tatort, denn dort, wo die Mädchen gefunden wurden, wurden sie nicht ermordet. Die Polizei hatte nur 2 Indizien gegen Ricard. Eine DNA-Spur, die dem Täter zugeordnet werden konnte und ja, die Polizei bemühte sich aber gar nicht erst, die anderen Involvierten in diesem Mord zu finden. Außerdem waren die Ermittler durch die Krankenakte am Tatort auf die Familie Angles gekommen. Ein Zettel, der ein halbes Jahr vor der Entführung der Mädchen ausgestellt wurde und 2 Monate in diesen stürmischen Hängen von La Romana auf dem Boden lag. Sollte Antonio Angles also wirklich ein halbes Jahr diesen Zettel aus der Krankenakte mit sich geführt haben, um ihn dann zufällig am Tatort zu verlieren, wo er über 2 Monate in den stürmischen Hängen im Winter unbewegt liegen blieb? Ja, für ihn klang das alles mehr danach, dass irgendjemand absichtlich die Morde Ricard in die Schuhe schieben wollte und dass er und sein Freund Antonio Angles nur die ausführenden Männer von etwas viel Größerem waren. Und während die Eltern von Toni nur noch gelegentlich vor die Presse traten, aber im Hintergrund Fernando Garcia bei seinem Bestreben unterstützten, die Wahrheit zu erfahren, stellten sich Desiris Eltern rigoros gegen die Theorien von Garcia. Sie glaubten daran, dass Miguel Ricard der Mörder war und sie wollten, dass der Gerichtsprozess endlich stattfinden kann. Bei seinem Kampf bekam Fernando Garcia allerdings seit 1996 Unterstützung. Der bekannte spanische Journalist und Privatermittler Juan Ignacio Blanco setzte sich für ihn ein. Und gemeinsam begannen sie dann noch zu ermitteln. So fanden sie zum Beispiel in der Polizeiakte heraus, dass Ricards Fahrzeug, der weiße Opel Corsa, in den die drei Mädchen angeblich gestiegen waren, keinerlei Spuren von Desiree, Miriam und Toni aufwies. Und noch eine Frage kreiste um das Auto. Wie sollte ein Opel Corsa überhaupt in diese hügelige Gegend kommen, wo sonst nur Geländewagen fahren können? Und immer wieder trafen sie bei ihren Befragungen Menschen, die ihnen den Eindruck vermitteln, dass sie nicht offen sprechen können. Und all das bestärkte sie in der Annahme, dass Ricard und Angles nur die Marionetten einer riesigen Verschwörung waren. Anfang des Jahres 1997 traten die beiden immer wieder in spanischen Nachrichtensendern und in Talkshows auf, wo sie ihre Mutmaßungen äußerten. Miguel Ricard und Antonio Angles waren vielleicht am Mord dabei, aber sie handelten keinesfalls alleine. Und
Ja, sie beschuldigten Regierungsmitglieder, hohe Politiker und sprachen von Kinderhändlerringen, die ihre Fantasien auf Video aufnahmen. Und Blanco sei sich sogar sicher, die Mädchen in einem dieser abscheulichen Filme gesehen zu haben. Beweise konnte er allerdings nie liefern. Und mit diesen Anschuldigungen spielte Garcia nicht nur, teilte die Eltern nicht nur in zwei Lager, sondern die machten ja dasselbe Schicksal durch, sondern auch die spanische Bevölkerung. Trotz der Bitte von Fernando Garcia, den Prozess zu verschieben, um neue DNA-Beweise zu ermitteln, begann dieser nun im Mai 1997. Seit dem Beginn der Suchmaßnahmen der Mädchen hatte der Fall ein riesiges mediales Interesse. Auch während des Gerichtsprozesses riss die Berichterstattung nicht ab. Entschuldigung. Der Prozess um Spaniens mittlerweile größten Kriminalfall wurde weltweit übertragen. Es kämmten sogar Menschen vor dem Gerichtsgebäude in Valencia, um einen der 100 Besucherplätze zu bekommen. Aber damit jeder in Spanien an diesem Prozess teilhaben konnte, ging die Fernsehsender noch weiter. Der Prozess wurde zur besten Sendezeit auf allen spanischen Fernsehsendern live übertragen, inklusive Zeugenaussagen, Leichenfotos und Videos von der Obduktion. Miguel Ricas Verteidigung bezog sich vor allem darauf, dass die Polizei immer noch keine Tatwaffe und keinen Tatort ermitteln konnte. Und bis auf die DNA am Teppich, in den die Mädchen eingewickelt waren, gab es keine Beweise, dass Ricard am Mord beteiligt oder am Tatort war. Außerdem hätte keinesfalls ein Zettel 75 Tage im Winter bei Regen, Schnee und Wind unbeschadet vor Ort liegen bleiben können, der nicht mal in der Grube gefunden wurde, in der die Mädchen verscharrt waren, sondern lediglich in der Nähe. Doch dieser Zettel war einer der belastendsten Indizien gegen den Beschuldigten. Ein Zettel, der nicht mal bewies, dass Ricard an diesem Ort war, sondern Enrique oder Antonio Angles. Alles, was die Staatsanwaltschaft dann noch hatte, war das Geständnis, was laut Ricard durch Folter erzwungen wurde. Doch für das Gericht reichte das aus. Nach 3 Monaten Prozess wurde das Urteil gefällt und Miguel Ricard des Mordes verurteilt. Zu 170 Jahren Haft wurde Ricard verurteilt, denn es sei erwiesen, dass er mit Antonio Angles und möglicherweise einem weiteren Unbekannten die Tat beging. Bis heute gilt der Fall als offiziell ungelöst. Zwar verbüßte Ricard seine Haftstrafe, doch das Gericht sagte deutlich in der Urteilsverkündung, dass er durch seine devote Art lediglich der Komplize in der Tat sei. Haupttäter sei Antonio Angles, der bis heute als verschollen gilt. Doch Juan Ignacio Blanco und Fernando Garcia bezweifeln sogar, dass Angles wirklich untergetaucht sei. Ein Jahr nach diesem Gerichtsurteil brachten sie ein Buch heraus, indem sie die polizeilichen Ermittlungen veröffentlichten und ihre Theorie niederschrieben. Sie sind der Annahme, dass Ricard und Angles nur die Handlanger größerer und mächtigerer Leute waren, die sich an den Mädchen vergingen. Politiker, Polizeichefs und Staatssekretäre. Und typisch für solch eine Tat sei es, dass eine Art Trophäe behalten wird. Und den Beweis für die Theorie sehen sie darin, dass bis heute die Hände der Mädchen fehlen. Laut Garcia und Blanco könnte es sein, dass am Tatort die Situation eskalierte und der je zornige Antonio Angles ausrastete oder vielleicht auch zu neugierig war und daraufhin ließ man ihn verschwinden und schob Angles die Tat mit Hilfe der Krankenhausakte in die Schuhe. Das würde erklären, warum er bis heute unauffindbar war, ist. Immer wieder sprach Blanco von einem Video, was die entsetzliche Tat dokumentierte und er hätte es gesehen. Er würde dieses Video an die Öffentlichkeit gelangen, könnten es die vielen Spekulationen von Garcia und Blanco beweisen. Aber Juan Ignacio Blanco weigerte sich, es zu veröffentlichen, da er rechtliche Konsequenzen fürchtete. Auch nach seinem Tod im Jahr 2019 konnte dieses Video nicht gefunden werden und somit nie bewiesen werden, dass die absurden Anschuldigungen der Wahrheit entsprachen.
Aber rechtliche Probleme bekamen die beiden trotzdem. Ihr Buch wurde in Spanien verboten und sie wurden verklagt, denn sie denunzierten öffentlich den Generalstaatsanwalt und die mit dem Fall vertrauten Polizisten. Juan Ignacio Blanco musste dafür sogar eine 2-jährige Haftstrafe in Kauf nehmen, doch bis zu seinem Tod hat ihn das Rätsel um die Alcázar-Mädchen beschäftigt. Und, ja, ein kleiner Fun-Fact für die True-Crime-Fans, viele kennen wahrscheinlich die Seite Murderpedia, das ist das Wikipedia für Serienmörder, und diese Seite hat Juan Ignacio Blanco gegründet und auch betreut. Im Jahr 2013 wurde Miguel Ricard nach 21 Jahren Haft vorzeitig entlassen. Mehr als 40 Journalisten warteten vor dem Gefängnis, um den ersten Schnappschuss des völlig vermummten Ricards zu machen. Es gab lediglich ein Telefoninterview danach, in dem er erneut seine Unschuld beteuerte, und seitdem ist er untergetaucht und seine Familie weiß nicht mal, wo er noch lebt und ob er heute noch lebt. Bis heute bewegt der Fall ganz Spanien und hängt wie ein dunkler Schatten über der Presse- und Medienarbeit des Landes, die getrieben vom Sensationsjournalismus sämtliche Ethik missachteten. Ob das Rätsel um die Alcázar-Mädchen jemals gelöst werden kann, ist ungewiss. Vielleicht wird eines Tages herauskommen, was wirklich mit Toni, Desiree und Miriam passierte. Oder vielleicht schafft es wirklich, ein Kleinstadt-Drogendealer die perfekte Tat zu begehen und danach für immer zu verschwinden. Noch ein kleiner Tipp von mir. Wer mehr über diese Absurdität der Medien in dem Fall interessiert ist und dieses ganze Ausmaß mal sehen will, ja, auch wie Miguel zum Beispiel nach der Entlassung bis verfolgt wurde, bis zum Bahnhof, dem kann ich eine Netflix-Doku empfehlen, die werde ich dann unten wieder verlinken. Und es gibt auch, wie gesagt, diese Talkshow Trauerfeier, die verlinke ich euch auch noch, da könnt ihr mal sehen, wie absurd das alles ist. Ja, deswegen, auch in der Doku werden zum Beispiel die Journalisten von früher mit ihrer Arbeit heute konfrontiert. Ist super heftig anzusehen.